Was bisher geschah? Kommen zum nächsten Layer. Mhm. Okay, wir ignorieren sie einfach. Nicht schon wieder. Ist das passiert? Und wer? Oh. Oh. Okay. Hilfe? Und wir sind wieder zurück mit einer weiteren Runde dreht. Ob ich ready bin. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Natürlich auch die Tür immer anderes. Rechts, wir sind im rechts wieder angefangen. Okay. Im Gang. So komisch. Arsch. Okay. Unbemalte Bilder. Ist ja alles abgeschlossen. Na los. Ah, warte, unten. Anfang ist besser. Da waren wir ja schon. Okay, save the date. Oh na. Going in circles. Und ich habe ein Bild gemacht. Das ist mir schon klar, aber da ist ja auch noch abgesperrt. Wahrscheinlich auch. Sieht man fast nichts. Mal noch Klavitte, ha? Na, jetzt ändert sich nichts mehr. Ah. Das ist blockiert, okay. Was drunter? Es ist so dunkel. Ja, denn rein. Delicious. Easy to forget. Drunk. Wir können selber was. Time. Ja, dann würde ich jetzt gern selber was machen. Nix. Okay, ich kann alle Türen aufmachen. Komm ich schon da ums Eck. Wenn da going in circle stand. Get it right this time. Remember each mistake. Wenn wir uns jetzt fürs Falsche entscheiden,
Da steht Going in Circles. Da steht Going in Circles. Da steht. Was mit. Memories? Da steht gar nichts. Aber an das Bild erinnere ich mich. Wir nehmen das. Und jetzt? Es ist egal. Oder nicht? Ja, wo war egal gewesen. Die Statue sind wir ohne zum ersten. Dunkel. Aber nur gern so ein unheimlicher Sound in dem Fall. Oh, wir können sogar wirklich den Stuhl wegschieben. Das habe ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Aber da nicht. Dominos. Wie viele Dominos? Das war es denn September, Mai. Das wird dann in dem Fall Juni, wenn ich mich richtig erinnere. Muss ich leider schon sagen, ist ein bisschen her. 17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen. Aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören. Und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Ich seh doch. Folge 1, ich hab's gesehen. Überall die Flaschen, er ist fix Alkoholiker. War schon hart, wenn. Ich hab ja meine. Hat, wenn jemand sowas über dir auf einen Zettel schreibt, in deinem eigenen Haushalt. Mit der Fürs unter deinem Tisch. Hm. We no friends. Komm, eine kleine Umarmung. Eine kleine Umarmung. Muss jetzt ins Dunkle laufen, gar keinen Bock. Küssle. Boah, ist das. Ich hab's mir fast erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Was ein saftiges Küssle. Hat sich schon so bewegt, als ob es gleich explodiert. Ah, sehr was. War aber kein Loch. Hauptsächlich da werden die Fallen gesehen. Oh, ein Schlüssel. Trotzdem noch, ob wir da noch was finden. Oder ob man wieder was entgegenfällt vor seinem hohen Schrank. Okay. Die Schlüssel sind wieder einfach. Klick, klack, servus. Hallo. Ich glaube nicht, dass das cool ist, wenn du da wartest. Da weisest du mir nur den Weg.
wer stellt da jedes Gerümpel in Werk? Eindeutige Umzugshilfe. Oh, servus. Ja, du, immer noch. Tschüss. Klick. Das Riegele. Bruch. Er hat da so Gänge in seinem Haus, erzähl mir. Ja, okay. Ich frag, einmal dreht sich dreimal um und der Raum verändert sich also. Hallo? Gibt's da doch eine richtige Mausrennbahn da? Huch. Chillerbit. Nee, ich hoffe, die ist gut versichert. Das Geld will ich zurück. Ah. Was? Red Dog Cat. Und dann? Ich check's. Und ein Zettel noch. 2, 6, 9, 7 wahrscheinlich, oder? Und überall drei Dinger weg. 3, 4. Boah. 3, 4, 1. Schnell, Textfile auf. Texteditor. 3, 4, 1. Rat. Was war das? Dog, oder? Cat. Ich bin dumm. Cat. Dann Dog. Zoom. 2. 2. 2, 5, 9. Ein Dog. Ich brauche es ja. Oder es ist einfach, außer ich mache es immer so, 6. 6, 8, 7. 8, 7, Rad. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, alle Zahlen nochmal. Ich hoffe, ich brauche es nie wieder. Sonst sind wir vielleicht aufgeschmissen, aber wir haben es immer. Und sie in unserem guten Notepad gespeichert. Aber jetzt trotzdem. Ah. Hier wird hin. Ah. Ah. Ja, wenn die Ratte das war. 6, 8, 7. 6, 8, 7. Big Brain Brainiac, ich bin's. Nennt mich Sherlock Holmes. Ich hab mir zwar gerade die Tür in den Kopf gehauen, aber sonst nennt mich Sherlock Holmes. Alles. Sind mal Luft da die Hütte ab zum Fuck. Komm jetzt schon wieder nicht durch. Hey! Die Ratte. Kommen wir nicht durch. Ich weiß nicht, ob das da smart ist. Wahrscheinlich müssen wir der Ratte nach, aber ich würde gern schauen, was da drin ist. Aber Mann. Ich will beides wissen. Schauen wir mal schnell, ob die vielleicht abgesperrt ist. Vielleicht hilft uns das ja bei der Entscheidung. Na, aber da ist die Ratte. Komm, folgen wir der Ratte. Schauen wir noch kurz. Wir haben ja immer die Rechts-vor-Links-Regel. Schauen wir kurz da rein. Hoffen, dass die Tür nicht hinter uns zugeht. Kann er mal schon im Sprinten, warum auch immer. Dann muss ich die zweite. Ja. Komm, bitte, gang nicht zu. Lass mich doch einmal alles erlernen. Wir müssen es wohl ein zweites Mal durchspielen. Und dann immer der linke Weg zuerst. Ja.
19. Juli. Nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass er das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzt und all das Verrottete ausläuft. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt, dass wir alle Frieden finden. Denn wenn du es nicht machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und seinem Leben ein Ende zu setzen. Du, vor allen anderen, solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Amen. Okay. Ich habe jetzt zuerst gemeint, er will seine Frau umbringen. Aber irgendwie will sie anscheinend auch umbringen. Und ja, warum sie es nicht machen kann, ist, sie sitzt ja im Rollstuhl, weil sie ja ihren Unfall gehabt hat. Wo ich immer noch nicht sicher bin, ob das ein Unfall war. Kakatür, was ist denn? Oh. Bodenkrabbler fallen im Boden. Oh. Oh, das ist eine gute Frage, Peter. Oder Peter wahrscheinlich. Tatsächlich handelt es sich um einen sehr weit verbreiteten Irrglauben. Manche Menschen denken, es ginge nur darum, Farbe auf einer Leinwand zu verteilen. Aber sie liegen falsch. Ich glaube, dass jedes Detail bereits im Geiste des Künstlers existieren muss, bevor auch nur der erste Pinselstrich getan wird. Beim Prozess an sich geht es eher darum, diesen vorher gedachten Schritten zu folgen, als bloß nur mit seinem Pinsel durchzudrehen. Ich persönlich habe das immer als ein Ritual empfunden. Ein Ritual klingt ominös. Nicht unbedingt, wobei ich zugebe, dass es ein gewisses Risiko birgt. Um etwas zu schaffen, muss der Künstler sich erst selbst zerlegen, natürlich nur bildlich gesprochen. Wenn dies dem Künstler gelingt, werden das, was die meisten Menschen bloß als sein Handwerkszeug ansehen, die Hilfsmittel zu seinem Aufstieg. Heilige Artefakte? So weit würde ich nicht gehen. Kunst ist oft recht bewundernswert, doch der Prozess dahinter ist es selten. Ich wollte ein Interview führen, wo er schon, wie man seiner Hand zugibt, dass der Prozess dahinter, wie sich Haut abziehen oder Blut abfüllen, liegt nicht immer der schönste Prozess ist. Ja, was? Oh, schon kann man am nächsten Gegenfall. Oh, wir sind im unendlichen Glasgang. Oh. Hä? Ich komm gar nicht mit. Oh, unser Globus. Licht dreht uns aus der Miserie raus. Oh. Dann haben die mal auch genug gehabt im Haus. Viel noch.
Oh, hä? Alles facher durch eine Tür. Langsam was man selber nimmt, was man sieht und was nicht. Das ist. Jetzt schaut's aus in der Hütte. Cooler Raum, wenn man so ein Riesenbild hat. Ist nicht das genau, aber. Ah, da habe ich gemeint einen Knochen. Oh, wir haben wieder was. Oh, Großstadt, das schon mal mache ich nicht. Top. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Widerspenstig. Aber ja, stimmt. Seine Frau ist ja Oja bei dem Arzt, der sie so halbwegs richten können wegen ihrer ganzen Verbrennung. Hat sich jetzt geändert. Genau, und der hat Oja gesehen. Er hat Oja gesehen. Cool. Nein, ich hätte die Truhe zuerst aufmachen sollen. Okay. Ziemlich oft bewusstlos in letzter Zeit. Oh, die Truhe ist. Ich hoffe, es ist dieselbe. Ah, okay. Oh, wir sind wieder da. Nur der coole Bildraum ist weg. Okay. Der Maulkorb, den haben wir am Eingang gesehen. I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Wer zweifelt schon an seiner eigenen Kunst? Ich nicht so gut als Künstler. Jetzt sind sie zu zweit. Oh, jetzt ist die Tür versperrt. Wir müssen da. Oder da. Oder da. Okay, entweder da. Oder. Ah, da ist nur ein Nebenraum. Perfekt. Hallo? Normal gibt es schon was zum Finden in so einem Nebenraum, nicht? Hallöle! Ah. Joch, 1 Million Ratten.
Oh, ich bin ja nur blind. Einwandkrabbler. Masse pulsierendes Fell, wie Gift zum Malen. Feuer letzter Ausweg. Hat sie das geschrieben und einfach dann die Bilder erzählt. Wegen der... Findet man doch nicht der Bilder, dann zündet eine halbe Hose. Ist alles wert. Der Rollstuhl, jedes Mal. Arsch mich nicht. Jetzt steht er sich gleich wieder hinter uns. Ah! Oh, ja. Oh boy. Manchmal lohnt sich's doch alles auf zum Tun. Kürbele. Ja, komm. Hey there, nimm einen Schluck. What? Oh. This is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh, God. I'm so... Wait. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Häusliche Gewaltalarm. Wenn du noch ein paar Schublade vergisst. Aha. Hallo. Lupe genommen oder wie? Willst du mich verarschen? Ach, jetzt da. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln, dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich, wahrscheinlich er, nicht weiterentwickelt. Ed, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rückschritts geworden. Kannst du mich mal... Das ist eine gute Antwort auf Kritik. Da noch irgendwas? No. Ratti. Ich hab ja gar nicht zurückgeschaut, da ist gestanden da und look back und ich hab nichts weggeloggt. Ja, sind wir jetzt wieder im gleichen Gang. Ah. Trick. Wie viele creepy Räume kann man in seinem Haus haben? Ja. Oh, das habe ich mitgenommen. Little pain goes a long way. Ja, aber. So, ja, das dritte ist auf, das dritte ist da, das dritte ist da rundum. Halt wohl ein Zahnrad. Wir kommen da jetzt nicht durch, oder? Was übersehe ich hier? Außer, dass die Tür weg ist. Oh.
wenn wir in die Dunkelheit starren. Leider ohne. Da kann ich da welche aus. Außer Drehgerät, aber es bringt mir nichts, wenn ich es nirgends hin stecken kann. Doch was mit dem zu tun. Oder mit dem? Ah! Okay, aber das ist irgendwie der falsche. Quälen damit wohl jemanden. Muss man wohl durch. Achso, das ist schon ganz auf. Schade. Aber jetzt kauft er sie mal, werden umbringen, finde ich. Oh. Nice. Langsam wird man abgestumpft. Die haben Post. Okay, was ist da noch? Ah, da geht's den Wetter. Okay. Die haben Post. Ja, die haben wir schon mal gefunden. You fucking took it from me. My gift. I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Gibt also seine Frau die Schuld, dass er die Gabe verloren hat? Sie wieder, Sam. I don't get it. Warum? Warum soll sie schuld sein? Kleiner Mann. Hm. Er ist umgefallen. Da. Ah. Das ist mein eigener Schatten. Oder? Er war die Tür schon immer da. Boah, der, okay, der ist. Der hat mich gerade gekettet. Wir sind immer noch im selben Raum. Ich bitte. Oh. Leer. Ah, der kleine Mann hängt wieder richtig. Und schon was? Na. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Es war doch nur ein Kritiker, der sowas gesehen hat. Warum fällt er sich jetzt so in Selbstzweifel? Oh, wir sind wieder beim Lift. Mhm. Warum sollte man Richtung Blut fahren, wenn man Richtung nicht Blut fahren können? Oh, ich hätte mir überhaupt noch rechts können.
klingt. Warte mal kurz. Ich hab's Headset schon richtig rum. Ich hab gerade irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Tür hinter mir zugehört und nicht vor mir. Ja, reinspaziert. So. Irgendwas, wo wir uns herspielen können. Irgendwas. Eine Waffe. Ein Schwert. Sicher eine Glock in der Kiste. Komm. Ah. Ha. Eine Glock. Fast. Hickory, Dickory, Dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory, Dickory, Dock. Okay. Mann, nicht schon wieder. Oh. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Okay. Wie das Kind? Na doch. Hallo. Mal nichts. Hier hinter mir zu. Tür wieder auf. Wer hat die Tür aufgemacht? Die Drogen. Kiddo-Psycho. Ich glaube, wir sollten eigentlich gar nicht da rein. Voraussehbar. Muss man leider sagen. Nimm mir an der Stelle. So. Oh, das Arbeitszimmer. Haben wir in Folge 1 der Schlüssel gefunden. Okay, da kann man nicht so viel aufmachen, wegen dem Kackstuhl. Der war mal nicht da. Das klingt sicher noch länger. Wahrscheinlich schon da und da. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung. Ja, okay, komm, wir nehmen zuerst ab. Okay, da ist nichts drin. Schauen wir mal, das noch ist. Ja, ich komme. Hallo, bitte, Pizza-Service. Nochmal auf. Okay, befinden sich ja Zahl.
Really? Okay, wir lernen doch noch City nehmen. Bevor wir die 636 aufrufen. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenners des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Oh, die hate das. Ich find geil, er hat sicher vorher Krag geschaut und jetzt schaut auf die Nummer. So, 3, 6, 3, 3, 6 und nochmal die 3. All. Ja, wo klingelt's denn jetzt? Schau, da ist eine Tür wieder sie. Oder? Okay. Geil. Geil. Cool. Kann man da herlaufen und dann... Ah, na, schade. Einem Schocker. Mega lässig. Ja, ja, ruhig. Wackelt denn alles, ruhig Blut. Oh je, dann Geheimgang in seinem Arbeitszimmer. Oh, wir sind Stock höher. Ich würde so gern probieren zum Abi springen. Aber ich glaube, das sollte man nicht. Machen ja einen No-Death Run. So. Er muss ja einfach nochmal die gleiche Nummer rufen. Oh, na. Ah, okay. 853, ich wollte schon sagen, wenn der jetzt zerbrochen ist. 8. 5. Dürre. Oh. Bing. Starte wieder oben. Wieder da jetzt? Oder nicht? Wieder da? Ah! FM4. Ja, aber da kann er da nichts klicken mehr. 3, 5 und die 4. Ja, aber da nimmt niemand mehr ab. Yes, yes.
schaffen es. Racer, Racer! Hilfe? You died it. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Me. Was braucht er denn Finger? Trail and also Trial and Error. Und er schaut wieder gerade. Und wir sind wieder in unserer Staffelei. Die schaut mittlerweile richtig cool aus. Richtig künstlerisch. Schauen wir mal, was wir gefunden haben diese Runde. Nämlich, Text haben wir schon gehört. Nämlich nix. Wir haben doch. Ah, doch, dann haben wir. Okay. Ah, die andere haben wir neu. Zwei neue Texte. Oh, und die ganzen Zeichnungen, die wir gefunden haben. Das ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Beide versperrt. Dieses Mal ist nichts in der Truhe. Schmilzt alles. Ja. Und wir gehen wohl ins große Finale.